wir reden alle davon, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben und die Universitäten sind die ganze Zeit nur unter sozusagen Beobachtung von Krisen. Zu wenig Geld, zu viel Studierende, irgendwas ist immer ein Problem. Natürlich kann man eine arbeitsmarktorientierte Hochschulpolitik fahren, in der man sozusagen Qualifizierung der Studierenden ins Zentrum stellt. Natürlich kann man sozusagen eine unternehmerische Hochschule machen, auch wenn es jetzt wieder gerade nicht en vogue ist, in der man sozusagen Unternehmertum ins Zentrum stellt als eine Hochschulaufgabe. Natürlich kann man Technologietransfer ins Zentrum stellen, was auch immer. Es bleibt die sozusagen originäre Aufgabe der Profilierung einer Universität, das zu entscheiden. Bei der Zeppelin-Universität ist es so, wir haben uns ja sozusagen tatsächlich nicht den Eliten verschrieben, sondern dem Pioniertum, das liegt so an unserem Namensvetter Graf Ferdinand von Zeppelin, dem ja sehr viel abgestürzt ist. Und das, glaube ich, ein ganz gutes Moment ist, um auch eine Flughöhe zu erreichen, die sozusagen einem reflektionsfähig hält, also auch beobachtungsfähig hält, im Hinblick darauf, was wollen wir machen. Und wir haben uns für das Experiment und nicht für die Exzellenz entschieden. Die Exzellenz können, glaube ich, andere wahrscheinlich besser. Muss man auch wissen, was Exzellenz dann überhaupt hinterher sein kann. Aber wir glauben, das Experiment fängt vorne an, die Exzellenz hört hinten auf. Und wir wollen vorne anfangen und probieren Dinge aus. Und das ist eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für unsere studentischen Ausgründungen, die vom Finanzamt 2,5 Jahre ernsthaft geprüft worden ist, ob das überhaupt geht in einer Stiftungsuniversität. Das sind Fragestellungen sozusagen der Entwicklung von Community-Based Research Service Learning Konzepte, die in den USA und anderen Ländern viel üblicher sind, mit Studierenden Wirksamkeit in Lehre zu entwickeln, indem man Forschung macht für die Region. Das kann eben Politikberatung sein, das können aber auch sozusagen Fragestellungen sein, die im künstlerisch-medialen Aktivitäten liegen, um Resonanzfähigkeit sozusagen zu erzeugen für zu führende Debatten oder dergleichen. Also daran merkt man, die Vielfalt ist eine der Entscheidungen der Hochschule und die Fokussierung genauso. Und man ist, glaube ich, gut beraten, wenn man nicht sozusagen eine offene Hochschulkultur fährt, in der sozusagen alle irgendwie kommen können und Ansprüche formulieren können, fördern können, Forschung bestellen können, was auch immer. Das braucht eine Entschiedenheit. Von Vermittlung von Wissen, was immer noch die Hauptaufgabe von Universitäten zu sein scheint, auf Ermittlung von Wissen durch Studierende umzustellen. Und das geht nur, indem sie eine Frage haben. Die darf sogar theoretischer Natur sein, aber die kann eben sehr gerne auch praktischer Natur sein. Warum stellen wir eine Frage Hauptschüler oder Hochschule, wenn es doch darum geht, was können Hochschulen eigentlich für Hauptschüler beitragen? Ein praktisches Problem, dass wir offenkundig Hauptschüler in Transfersysteme überführen, und zwar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das ist für alle Beteiligten ein Verliererspiel. Wie geht das eigentlich innerhalb sozusagen des Bildungssystems selbst zu lösen? Praktisches Problem, mit dem man sich mit Ungleichheitsfragen der Soziologie beschäftigen kann, mit Bildungssystemforschung, mit Fragestellungen der neurowissenschaftlichen Analyse von Didaktiken oder was auch immer. Ja? Aber es nicht vorzugeben, sondern den Studierenden entscheiden zu lassen, nenn mir dein Problem und deine Möglichkeiten sozusagen von Ressourcen, die du von uns haben willst, und wir stellen dir so viel wie möglich zur Verfügung und du nimmst dir das, was sozusagen taugt für dich und deine Frage. Und damit haben sie umgestellt von diesen dauernden Wiederanzündungen und Interesse, das sie sozusagen bei den Studierenden wecken wollen, auf so Duracell-Häschen, die auf die Trommeln klopfen und immer länger können als die Dozenten, weil die immer noch mehr Energie und mehr Fragen haben. Und ich muss sagen, das ist für mich als Dozent wiederum reenergetisierend, nicht dauernd anzuschieben, sondern zum Teil auf Fluchttendenzen zu gehen. Ich kann das nicht, ich weiß es selber nicht. Ja, ich muss es auch jetzt erstmal rausdenken. Gebt mir noch eine Woche Zeit. Ja? Und damit entsteht sozusagen das, was Humboldt sich auch immer vorgestellt hat, sozusagen Augenhöhe, Bildung als ein Spiel unter Erwachsenen. Ne? Und das bedeutet eben auch, dass man sich selber sozusagen erwachsen darf. Ja? Wir haben ein Tandem-Coaching, wo ein Wissenschaftscoach und ein Praxiscoach einmal im Semester mit dem Studierenden sozusagen eine Reflexions- und Proflexionsrunde einführt, um genau solche Pioniertaten, nämlich mit einem Reisewecker und Regenkleidung irgendwo in der Nirvana zu sein und nicht mehr genau zu wissen, in welchem Nichtwissen steht man hier eigentlich, auch wieder sozusagen ein bisschen Halt und Unterstützungsstruktur zu geben, Normalität zu geben, dass das auch normal ist, dass man jetzt keine Antwort mehr weiß auf die selbstgestellte Frage und daran verzweifeln könnte oder was auch immer. Also da sage ich nur, die Massenuniversität, die ich auch immer als ein mediales Antibild sozusagen verstehe gegenüber solchen
Arenen, wie wir sie haben, hat nicht nur Schlechtes, sondern sie muss sozusagen nur aktivieren, dass es dort Nahwelten wieder gibt, in denen die Ressourcen einer großen Universität auch besser genutzt werden können. Weil ich ganz ehrlich auch manchmal richtig neidisch bin auf meine Kollegen, dass ich dort sozusagen eine Kognitionswissenschaften, eine Fakultät für empathische Robotik, die ich jetzt gerne hätte, die habe ich halt nicht. Jetzt muss ich kooperieren mit irgendjemandem, aber das sozusagen kann man im eigenen Haus eigentlich toll darstellen. Aber wir wissen von Kant informiert, dass man sozusagen nicht nur die Disziplin, sondern auch am besten seinen Nachbarlehrstuhl lieber nicht sozusagen informiert, allenfalls streitet, was noch eine gute Kultur wäre, dann wäre man wenigstens in Integrationszusammenhängen, aber sondern einfach ignoriert. Und das ist an der Massenuniversität sozusagen wahrscheinlich das größte Übel, gepflegte Ignoranz aufgrund von auch Unkenntnis. Und deswegen glaube ich auch an die Zukunft einer Universität in der Größenordnung von 15.000 bis 20.000 Studierenden als einen sehr, sehr lebendigen Ort. Und ich glaube, ich könnte es jetzt nicht, aber das kann man können. Ne?